In diesem Video versuche ich ein 12 Jahre altes Notebook so flott zu machen, dass Arbeiten darauf wieder Spaß macht. Das vorinstallierte und inzwischen auf Windows 10 geupdatete Windows ist so schnarchlahm, dass ich das Ding nicht mal mehr als Reiseschreibmaschine benutzen will. Und ihr habt es euch wahrscheinlich gedacht, natürlich hat das mit Linux zu tun. Ich werde so ein leichtgewichtiges Linux darauf installieren. Aber welches Linux funktioniert am besten? Ich habe mehrere ausprobiert. Außerdem habe ich mir die Bonusaufgabe gegeben, niemals auf der Kommandozeile zu frickeln. Mal schauen, ob eines der Linuxe wirklich out of the box problemlos funktioniert. Und ob das Ding auch wirklich schneller läuft damit als unter Windows. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Ja, das hier ist mein antikes Notebook. Ich habe das 2010 gekauft, ein Acer TravelMate 8172 mit einem 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor, 4 GB RAM und schönen Aufklebern drauf. Unter anderem von Firmen, die gar nicht mehr existieren, zum Beispiel Oculus hier. Die sind ja längst von Facebook, Meta, aufgekauft. Ja, und jetzt erstmal Werbung. Dieses Video wird gesponsert von Sharkoon. Die haben ein neues Gaming-Headset im Programm, nämlich das Skilla SGH50. Das hat maßgeschneiderte High-Res-zertifizierte Audiotreiber, selbstanpassende Kopfbügel, neigbare Ohrmuscheln und ein abnehmbares Mikrofon. Also man kann den flexiblen Mikrofonausleger komplett abmontieren, wenn man das Headset nur als Kopfhörer nutzen will. Das Kabelset ist auch modular, das kann man sich also auch so zusammenstecken, wie man das haben will. Ja. Und zurück zu meinem lahmen Notebook. Werbung Ende. Ursprünglich war da mal Windows 7 drauf, inzwischen durch diverse Updates Windows 10. Und das läuft wirklich wie ein Sack Schrauben. Ich hatte das jetzt schon mehrfach, dass beim Mailschreiben in Thunderbird nach jedem Tastendruck der entsprechende Buchstabe erst nach mehreren Sekunden auf dem Bildschirm erschienen ist. Außerdem wurde der Lüfter sehr oft sehr laut. Was ich ziemlich kurios fand, nach dem Update auf Windows 10 funktionierte das Scrollen mit zwei Fingern auf dem Touchpad nicht mehr. Und das, obwohl Windows im Gerätemanager keinen fehlenden Touchpad-Treiber anmeckert. Also Arbeit macht darauf wirklich absolut keinen Spaß mehr. Das Ding liegt seit ein paar Jahren ungenutzt im Keller rum. Aber wegwerfen habe ich bislang nicht übers Herz gebracht. Ja, und jetzt kommt Linux ins Spiel. Das ist ja irgendwie so eine Binsenweisheit. Mit Linux kriegt man altersschwache Rechner wieder flott. Das sagt sich aber so leicht. Linux, Linux. Welches Linux soll ich denn da konkret nehmen? Googelt man zum Beispiel nach den besten Lightweight Linux-Distributionen, kriegt man Dutzende Dinger um die Ohren gehauen. Glücklicherweise kennt sich meine CT-Kollegin Liane mit dem Thema super aus und ich habe sie einfach mal gefragt. Liane, was soll ich auf meiner alten Krücke installieren? Also nachdem das ein Notebook ist, was gerade so mal 64-Bit unterstützt, ist die Auswahl relativ einfach. 4 GB Arbeitsspeicher ist wenig, reicht aber für schlankere Desktop-Umgebungen reichlich. Ich würde zum Beispiel ein Xubuntu nehmen, wenn es ein bisschen mehr Desktop sein soll, ein bisschen mehr Komfort. Das sollte da auf jeden Fall noch gut drauf laufen. Okay, Xubuntu ist also bei reduzierten Linuxen sozusagen der Funktionskönig. Wenn ich das aber so ganz richtig doll reduziert haben will, was nehme ich da am besten? Der Rechner doch noch ein bisschen älter ist oder die Sachen da zu langsam laufen, würde ich Bunsen Labs empfehlen. Das ist eine Debian-basierte Linux-Distribution, die einen Open-Box, ich sage jetzt nicht Desktop, sondern Window-Manager, also eine ganz schlichte grafische Oberfläche ohne viele Funktionen und ohne einen großen Softwareumfang mitbringt. Das läuft richtig zackig dann vermutlich, aber es bringt halt auch weniger Komfort mit. Ubuntu und Bunsen Labs. Beides schon mal auf meiner Liste. Zusätzlich will ich noch Puppy Linux, konkret Fossa Pub 64 ausprobieren, einfach weil mir das auf jeder Linux Leichtgewicht-Liste begegnet. Und als crazy Bonus Linux will ich die x86 Version von Raspberry Pi OS ausprobieren. Das Ding ist ja dafür gemacht, dass es auf so klitzekleinstrechnern wie dem Raspberry Pi Zero läuft. So, und jetzt zur Installation. Die Installation geht auf allen vier Linuxen erstmal gleich. Ihr geht auf die Download-Seite der Distribution. Alle Links findet ihr in der Beschreibung und ladet die ISO-Datei herunter. Ihr spart übrigens Serverkosten für die Distri-Macher, wenn ihr das Ding als Torrent herunterladet. Aber wenn ihr für Torrents keinen Client installiert habt, dann gibt es natürlich auch normale Download-Links. So, und die ISO-Datei müsst ihr jetzt bootfähig auf dem USB-Stick kriegen. Ich habe das mit Balena Etcher gemacht. Das gibt es für Windows, macOS und Linux. Einfach starten, ISO-Image auswählen, USB-Stick reinstecken, auswählen und los. So, und jetzt den USB-Stick in das alte Notebook. Falls das
das Ding nicht direkt davon bootet, müsst ihr im BIOS USB-Laufwerke in der Bootreihenfolge vor die integrierte SSD oder Festplatte stellen. Bei meinem Notebook komme ich mit F2 ins BIOS und kann dann unter Boot einstellen, einfach die USB-HDD an die erste Stelle schieben. So, ich zeige euch jetzt mal stellvertretend für alle Linuxe die Installation von Xubuntu. Als erstes könnt ihr die Sprache auswählen und ob ihr erstmal ausprobieren wollt oder gleich installieren. Das ist übrigens bei allen von mir hier ausprobierten Linuxen so. Man kann in die alle erstmal so reinbooten, ohne dass überhaupt was auf der Platte oder SSD des Rechners geschrieben wird. Das bleibt erstmal alles auf dem USB-Stick. Super praktisch. Ich will aber direkt installieren, also draufgeklickt. Dann die Tastaturbelegung auswählen und das WLAN. Nun darf man wählen, ob man eine normale oder eine minimale Installation will. Der Unterschied liegt hier nur in der Vorinstallation. Software. Wir machen normal, denn Speicherplatz ist genug da. Außerdem kann man wählen, ob direkt aktualisiert werden soll oder ob man Drittherstellersoftware akzeptiert. Wer die reine Open Source Lehre vertritt, macht den Haken weg, alle anderen können das Häkchen getrost setzen. Als nächstes darf man entscheiden, ob Linux neben Windows 10 installiert werden soll. Da kommt dann bei jedem Booten so ein Auswahlmenü oder ob es als alleiniges Betriebssystem installiert werden soll. Ich gehe aufs Ganze und lösche Windows. Dann einfach auf Weiter, Zeitzone festlegen, gewünschten Benutzernamen und Passwort eingeben und los geht der wilde Ritt. Nach ein paar Minuten, zack, fertig, Xubuntu ist installiert. Und ich bin ehrlich gesagt ganz schön beeindruckt, wie gut das komplett ohne Gefrickel funktioniert. Es werden zum Beispiel direkt die Display-Hell-Dunkel-Funktionstasten erkannt und auch die Lautstärke-Tasten. Und krass, anders als Windows 10 kann das System out of the box mit zwei Fingern auf dem Touchpad scrollen. Ja, super. WLAN geht natürlich auch und ganz, ganz wichtig, ein Minesweeper-Klon ist vorinstalliert. Das System fühlt sich definitiv schubsiger an als Windows. Ich kann in Thunderbird auf meinem über 10 GB fetten IMAP-Account problemlos Mails lesen und schreiben. Das macht richtig Spaß. Sogar Netflix gucken ist kein Problem. Ich brauche wirklich keine Kommandozeile. Es gibt sogar einen einigermaßen hübsch gestalteten App Store, auch wenn ich zugeben muss, dass ich unter Linux gerade die Installation per Kommandozeile mit apt auch ganz nice finde. Das einzige Problem, das auftritt, in meinem mehrere Tage langen Probelauf hat sich zweimal der WLAN-Zugriff von selbst deaktiviert. Wenn das passiert ist, half mir auch so ein Klick auf Neustart nicht, weil dann ging der Rechner in so eine Dauerbootschleife. Ich musste dann also einmal ausschalten und wieder einschalten und dann hat das wieder funktioniert. Dann ging auch WLAN wieder. Mit dem eingesteckten Netzwerkkabel gab es sowieso keine Probleme. Die aktuelle Puppy-Linux-Geschmacksrichtung FossaPub 64 war allerdings ein Totalausfall. Als ich nämlich vom FossaPub 64 USB-Stick booten wollte, meldete sich immer der Bootmanager Grub mit einem Fehler. Mal kurz im Netz nachgeschaut. Das ist offenbar ein bekanntes Problem und das ist ganz schön seltsam, dass bei einer 1,5 Jahre alten Software dieser Fehler noch nicht behoben ist. Ich hatte mir ja vorgenommen, nicht zu frickeln, also lasse ich das mit Puppy Linux. Es gibt ja noch genug andere. Zum Beispiel Raspberry Pi OS. Das hatte mal jemand unter einem CT-Artikel von Liane über Linux kommentiert, dass das auch eine schöne Lightweight-Variante ist. Also direkt mal ausprobiert. Booten ging schon mal besser als mit Puppy Linux und tatsächlich sieht der Desktop exakt genauso aus wie bei der echten Raspberry Pi-Version für ARM-CPUs. Das geht sogar so weit, dass man im Menü eine Raspberry Pi-Konfiguration findet. Ja gut, aber das ist natürlich Kleinkram. Was eher ein Problem ist, dass bei den Paketquellen immer noch der USB-Stick drin stand, so dass ich keine Software installieren konnte. Das könnte ich leicht beheben, indem ich unter /etc/appsources.list die Paketquellen editiere, aber ich habe mir ja vorgenommen, nicht zu frickeln. Und eigentlich schade, denn guck mal, was da für schöne Spiele vorinstalliert sind. Oh wow, ein Pong-Klon und eine ziemlich seltsame Bubble-Bobble-Variante. Aber auch Frogger und Fußball. Und man kann mit Spielen Python lernen. Das finde ich tatsächlich richtig cool. Als letztes Linux ist Bunsen Labs Lithium dran. Die Installation geht richtig schnell und ich bin hin und weg. Genau so muss Linux für mich aussehen. So ein bisschen hackermäßig mit ASCII-Art, Dark Mode voreingestellt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Läuft auch super schnell und ich finde sofort alles, was ich brauche. Sehr gelungen finde ich das schnelle, rein textbasierte Startmenü, in dem ich auch per Tastatur suchen kann. Allerdings muss man auf ein paar Standards verzichten. Zum Beispiel kann man hier keine Dateien einfach auf dem Desktop ablegen. Außerdem gibt es nur sehr selten Betriebssystem-Updates und auch die in den Debian-Paketquellen angebotene Software ist eher ein bisschen abgehangen, sag ich mal. Schaut man sich die RAM-Nutzung aller von mir ausprobierten Linux im Leerlauf an, ist Raspberry Pi OS mit ca. 230 MB RAM am leichtesten. Xubuntu und Bunsen Labs genehmigen sich ungefähr das Doppelte.
Ich spüre aber keinen Geschwindigkeitsunterschied bei den dreien. Alle drei fühlen sich schnell und ganz klar schneller als Windows 10 an. Das ist nicht ganz zu vergleichen, weil Windows eine andere Speicherphilosophie hat, aber bei Windows 10 sind bei ruhendem Desktop fast 2 GB RAM belegt. Was sich allerdings vergleichen lässt, ist Geekbench 5, der Benchmark, und der erzielt unter den Linuxen definitiv etwas bessere Werte als unter Windows. Das fand ich ganz schön erstaunlich. Obendrein scheint es mir auch so, als würde der Lüfter unter Windows häufiger und lauter laufen als unter Linux. Aber der Speedometer Browser Benchmark auf browserbench.org ist wiederum unter Linux trotz gleicher Firefox-Version langsamer. Vielleicht hat mein CT-Kollege Niklas eine Erklärung dafür. Also da muss man erstmal vorausschicken, dass sich Windows und Linux, was die Performance angeht, nicht so optimal vergleichen lassen. Hier in dem Beispiel war jetzt eine bestimmte Distribution mit sehr leichtgewichtigen Desktop-Umgebungen im Einsatz. Und da liegt es eigentlich auf der Hand, dass sich das Arbeiten ein bisschen flotter anfühlt. Das kann halt aber bei anderen schwergewichtigeren Desktop-Umgebungen ganz anders aussehen. Ich glaube auch, wenn man das Windows noch ein bisschen entschlacken würde, beispielsweise durch ein älteres Theme oder indem man ein paar Hintergrundprozesse ausknipst, dann würde sich das ähnlich anfühlen. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass das immer eher vom konkreten Anwendungsfall als vom Betriebssystem abhängt. Also es gibt einfach gewisse Workloads, beispielsweise CPU-Render in Blender, die sind unter Linux einfach ein bisschen flotter. Es wird aber mit Sicherheit auch Anwendungsbereiche geben, wo das umgekehrt ist. Ah, okay, interessant. Also, mein Fazit. Dass man mit Linux einen unter Windows altersschwachen Rechner sehr gut wiederbeleben kann, das stimmt. Zumindest mein altes Notebook würde ich unter Windows nicht mehr benutzen wollen, aber unter Linux auf jeden Fall, weil es einfach viel geschmeidiger läuft. Auch wenn ich zugeben muss, dass mir das Display mit 1366x768 Pixeln für den Alltag ein bisschen zu niedrig aufgelöst und auch zu kontrastarm ist. Aber für zwischendurch mal was schreiben, geht das definitiv klar. Ich war vor allem auch erstaunt, dass das alles out of the box ohne Kommandozeilengefrickel gut funktioniert hat. Also bei allen Linuxen funktionierten die Helligkeits- und Lautstärketasten. Wenn ich das Notebook zuklappe, ging das brav in den Standby. Und zwei Fingerscrollen klappte auch bei allen getesteten Distributionen. Nochmal zur Erinnerung, bei Windows 10 ging das nicht. Sogar Netflix hat bei Xubuntu und Bunsen Labs Lithium direkt geklappt. Bei denen ist Firefox als Browser vorinstalliert und er sagt dann, ich sehe, du willst Netflix nutzen, bist du einverstanden, dass ich DRM-Zeug installiere? Ja, okay, zack, fertig. Bei Raspberry Pi OS mit vorinstalliertem Chromium-Browser klappte das nicht auf Anhieb. Mein persönlicher Favorit ist auf alle Fälle Bunsen Labs Linux, einfach weil es so Lead-Hexor-mäßig aussieht und sich einfach super schnell anfühlt. Das werde ich jetzt auch auf dem Teil drauf lassen, auch wenn ich langfristig dann doch ein bisschen frickeln werde, weil Linux ganz ohne Kommandozeile ist ja auch irgendwie seltsam. Aber auf alle Fälle fand ich interessant, dass es tatsächlich ohne geht, jedenfalls wenn man das will. Tschüss.